Hi Leute, auch heute Abend wird leider keine Bar öffnen, deshalb Zeit, einen Blick in die Hausbar zu werfen. Und beim Durchstöbern ist mir aufgefallen, dass ich hier bei mir zu Hause einen Drink machen kann. Den könnte ich in der Bar nicht machen, da würde mir nämlich eine Komponente fehlen. Denn heute mache ich mir ein Brandied Madeira. Ja, ein Brandied Madeira. Ein Drink bestehend aus drei Komponenten. Und der Name gibt es schon her. Das erste ist natürlich Brandy und ein Madeira-Wein. Und die dritte Komponente ein trockener Wermut. Und in der Bar würde mir jetzt ein Madeira-Wein fehlen. Warum fehlt in der Bar ein Madeira? Tja. Hey Chef, wir brauchen mal einen Madeira-Wein bei uns im Portfolio. Am besten so 20 Jahre alt, in trocken, halb süß und süß. Jetzt beruhig dich mal. Hat dich ein Gast nach Madeira-Wein gefragt oder was? Gefragt hat mich jetzt keiner, aber es gibt super viele interessante Cocktailrezepte mit Madeira. Hast du noch alle Latten am Zaun? Keule, wie lange arbeitest du jetzt hier? 6 Jahre bin ich jetzt dabei. Dann lass mich die Frage nochmal anders formulieren. Wie häufig wurde in 6 Jahren nach Madeira-Wein gefragt? Merkst du selber, oder? Jetzt mach dein dämliches Video fertig, sonst gibt's 2 Wochen extra Quarantäne. Ja, Madeira-Wein hat so ein bisschen ein Imageproblem. Tatsächlich ist die eine Flasche, die man hier und da mal beim Supermarkt findet, eher zum Kochen gedacht. Und auch die besseren Qualitäten haben so das Image, als wären sie ausschließlich für englische Rentner gedacht. Dabei ist es ein super charaktervoller Starkwein, also grob, ganz grob zu vergleichen mit einem Portwein oder Marsala oder Sherry. Wobei der Herstellungsprozess hier ein bisschen anders ist. Die Reben sind auch komplett andere. Madeira-Wein ist immer teiloxidiert. Und zwar gewollt, also das, was man beim normalen Wein auf jeden Fall verhindern möchte, ist hier gewollt. Das verleiht ihm so ein bisschen seinen eigenen speziellen Charakter. Zudem hat es den Vorteil, dass es ihn sehr haltbar macht. Denn einen offenen Madeira-Wein kann man gut und gerne ein paar Monate stehen lassen, ohne dass da viel passiert. In dem Fall hier habe ich einen 5-jährigen Boual, also 5 Jahre lang lag er im Fass. Das reicht absolut aus für unseren Drink hier. Und Boual ist eine Rebe, die wird medium rich ausgebaut, also halb süß. Ja, das ist auch speziell bei Madeira. Wir haben nicht nur trocken, halbtrocken und süß, sondern dazwischen gibt es auch noch halbsüß, medium rich. Genau, jetzt kommen wir mal zu unserem Drink. Wird auf Eis gerührt. Trockener Wermut, Port und Brandy. Also das Beste der Traube vereint in einem Glas. Genau, wir nehmen mal 3 Zentiliter Brandy. Das gleiche denn an Madeira-Wein, also auch da 3 Zentiliter und die Hälfte davon, also 1,5 Zentiliter trockenen Wermut. Genau, ihr merkt schon, ist auch hier wieder ein ziemlich kräftiger Drink. Wir haben keinen Saft oder so, da geht es um die Spirituose, die da drin ist und in dem Fall die Starkweine. Der trockene Wermut. So. Das verrühren wir jetzt ein bisschen auf Eis. Sind Zitronenzeste drüber und da haben wir den Brandied Madeira. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ein Drink, also das was man bei halb süß und süß am besten. Nicht da hingucken. Und die Produkte, also auf jeden Fall mal. Und ich habe den Giga nicht dabei. Fuck. Denn ich weiß nicht, was ich sagen soll. Shit. 2 Wochen extra Quarantäne. Meine.